Ja, und weiter geht's mit einem dritten Vortrag am heutigen Vormittag. Und zwar befasst sich dieser Vortrag mit optimierten Arbeitsabläufen im Handwerksbetrieb mit Office On. Das ist eine einfache Handwerkersoftware von Bosch. Und diese präsentieren Lukas von Hohnhorst, Produktverantwortlicher Office On, und Rebecca Block, Produktmanagerin Office On. Genau, haben sich beide schon zugeschaltet. Ich will noch ein, zwei Worte dazu verlieren, bevor sie loslegen. Ziel der Handwerkersoftware Office On ist es, kleineren Betrieben die Büroarbeit, zum Beispiel Angebots- und Rechnungserstellung, Terminkoordination, Baustellendokumentation und auch Zeiterfassung so einfach wie möglich zu machen, sodass sie sich aufs Handwerk wieder konzentrieren können. Die neue Cloud-Lösung verringert den oh Gott, Zungenbrecher, Administrationsaufwand, oh je, erheblich und ist besonders einfach zu bedienen und für alle Gewerke geeignet. Und wie immer gilt für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach bei Fragen im Chat reinschreiben. Wir werden die dann im Nachgang an unsere Referenten stellen. So, lieber Herr Hornhorst, liebe Frau Block, ich weiß, dass es jetzt sehr interessant wird. Legen Sie gern los. Ja, vielen Dank für die sehr nette und leicht verständliche Einführung. Wir werden jetzt in den kommenden 20 bis 25 Minuten Office On vorstellen. Ja, habe ich hier auch so ein paar Dinge. Ne? Ich finde, das macht total sympathisch. Und Aber dann ist, wenn einmal der Wurm drin. wir sind beide von dem Produktteam von Office On. Das ist einmal die Rebecca, Produktmanagerin, und ich, Lukas von Honos, der Product Owner. Und wie gesagt, wir zeigen euch Office On. Wir wollen euch nicht mit Folien überfordern, sondern das Produkt als solches auch zeigen. Aber ganz ohne Folien geht es nicht. Und deshalb möchte ich am Anfang kurz darauf eingehen, wie kommt es eigentlich, dass Bosch, ein Unternehmen, was bekannt ist, dem einen oder anderen, für Elektrowerkzeuge, ich nehme an, das ist bei den meisten hier der Fall, aber auch für andere Sachen, wie kommt es, dass so ein Unternehmen jetzt plötzlich Software macht? Und es gibt dafür zwei Erklärungen. Die erste Erklärung sehen wir hier schematisch auf einer Folie dargestellt. Und zwar haben wir, wenn wir uns unsere Produkthistorie anschauen, natürlich seit mehreren Dutzenden von Jahren Elektrowerkzeuge. Wir beide, Rebecca und ich, sind bei der Messtechnik. Und dort ist es so, dass so Werkzeuge auch oft einen Bildschirm haben, wie wir es hier bei einer Wärmebildkamera sehen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Produktfamilie von Laser-Entfernungsmessern. Und dort ist es sehr naheliegend, dass man die Messwerte, die man erfasst, wir haben eben kurz vom Aufmaß gehört, in eine Software reinbringt. Und so sind wir von reiner Hardware zu Hardware und Software gekommen. Und dann haben wir festgestellt, naja, der nächste Schritt eben nur Software, also Software isoliert anzubieten, ist da naheliegend. Und da kommt dann sozusagen Office On ins Spiel, weil das ist eine der ersten Angebote von Bosch, wo wirklich nur Software im Fokus steht. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Das ist so ein bisschen jetzt die Bosch-Perspektive. Es gibt noch eine andere Geschichte, warum Bosch jetzt Software macht. Und die ist hier dargestellt. Und das ist die viel wichtigere Geschichte, weil das ist die Geschichte, die vom Endanwender, vom Nutzer ausgeht, von einem Handwerker ausgeht. Weil was wir festgestellt haben, auch wenn wir Interviews führen oder Studien durchführen, ist, dass so ein Arbeitsalltag von einem Handwerker in einem Handwerksunternehmen eben nicht nur die Benutzung von physischen Tools beinhaltet, die in unserer Vorstellung natürlich hauptsächlich dann von Bosch sind, wie wir es hier links zum Beispiel sehen, sondern dass in einem Arbeitsalltag auch Anforderungen dabei sind, wie Angebote, Rechnungen, Terminkoordination, Kundendaten, Arbeitszeiterfassung etc. Und diese Sachen kann man, diese Anforderungen steigen und diese Anforderungen kann man mit digitalen Tools meistern. Das heißt, wenn wir aus Kundensicht schauen, ist es so, dass es für einen Handwerker, insbesondere den Inhaber eines Handwerksunternehmens, nicht mehr nur ausreicht, dass wir physische Tools anbieten und auch nicht mehr ausreicht, dass wir physische Tools mit Software anbieten, sondern dass wir rein digitale Tools anbieten. Am Ende des Tages Tools anbieten, die ein Handwerker braucht, um den Arbeitsalltag zu meistern. Und wie das eben auch in der kurzen Einführung angeklungen ist, ist Office On eine einfache Handwerkersoftware. Ja, wir können uns das so ein bisschen so vorstellen, man hat eine Software, die hat einen Button, das wäre ganz links, und man hat eine Software, die hat 10.000 Button, die ist ganz rechts. Und wir wollen eher ganz links sein, aber natürlich trotzdem leistungsfähig sein. Und die Software richtet sich an kleine Handwerksunternehmen aus allen Gewerken. Also die Software ist nicht gewerkspezifisch, sondern Elektriker,
SHK, Mahler, für den funktioniert das alles. Aber für kleine Unternehmen, das heißt bis zu 10 Mitarbeitern. Das liegt daran, dass wenn man mehr Mitarbeiter hat, auch die Anforderungen steigen und es dann sehr schwierig wird, die Software einfach zu halten. Und dementsprechend fokussiert sich Office On wirklich auf die Anforderungsgebiete wie Angebote, Rechnung, Terminkoordination, die Zeiterfassung, die Dokumentation auf der Baustelle. Alles in einer App, sodass man nicht verschiedene Lösungen verwenden muss. Und ein anderes Element, das im Fokus steht, was Rebecca gleich auch noch in einer Produktdemo zeigen wird, ist das Zusammenspiel von Büro und Baustelle. Es sind ja nicht zwei Silos, sondern da muss Kommunikation stattfinden. Und das Ganze wird abgebildet über eine App, die man im Büro benutzt, wie wir sie hier rechts sehen in dem Screenshot, und über eine App, die man auf der Baustelle benutzt. Und die Daten fließen zwischen diesen Apps hin und her. Und beide Apps, sowohl die Mobil-App als auch die App im Büro, sind einfach, schnell und übersichtlich zu bedienen. Wenn ich das jetzt so sage, könnte sagen, ja, kann sein, wissen wir nicht, müssen wir sehen. Deshalb zeigen wir es euch auch nachher. Und was ihr auch sehen werdet, ist, die Software hat eine Echtzeitsynchronisierung. Das heißt, die Datenbasis, die auf die sowohl die Mobil-App als auch die Web-App zugreifen, liegt in der Cloud. Und dementsprechend kann man praktisch von überall darauf zugreifen und die Daten werden auch in Echtzeit synchronisiert. Und am Ende des Tages, analog zu unseren physischen Tools, die wir anbieten, ist das Ziel von Office On, dass man Zeit spart, dementsprechend auch Geld spart. Weil Office On diese administrativen Prozesse vereinfacht, beschleunigt, übersichtlicher macht und dementsprechend mehr Zeit zur Verfügung steht, um anderen Aktivitäten nachzugehen, Aktivitäten, die Umsatz bringen und Aktivitäten, die vielleicht auch mehr Spaß machen als das Administrative. Das wäre es auch schon, was unsere Folien angeht. Wir werden jetzt über die Rebecca einen Blick reinwerfen in die App selbst und dann könnt ihr euch davon überzeugen, was mit der App alles möglich ist. Genau, also auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich werde euch direkt mit in die App nehmen. So, dann habe ich einmal den Bildschirm übernommen und was ihr hier jetzt sehen könnt, ist zuallererst unsere Web-App. Lukas hat euch die Einführung gegeben. Wir haben eine Web-App, die über alle gängigen Internetbrowser abrufbar ist und sich primär mit allen Bürotätigkeiten beschäftigt. Das heißt, was muss ich vor allem im Büro machen? Ich muss natürlich meine Umsätze einsehen können, ich muss meine Kunden verwalten können, Projekte und Einsätze planen, als auch meine Angebote und Rechnungen schreiben. Das ist alles mit der Web-App möglich. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, die mobile App, die sich dann wirklich auf die Arbeit vor Ort konzentriert und die Themen Terminübersicht, Dokumentation und Zeiterfassung abbildet. Jetzt schauen wir uns erstmal aber hier die Web-App an. Hier links seht ihr erstmal alle Funktionen übersichtlich dargestellt, die Office On in der Web-App zur Verfügung hat. Das heißt, man muss sich hier nicht ins Unter-Unter-Menü klicken, um irgendwie auf die nächste Funktion zu kommen, sondern mit einem Klick bin ich genau da, wo ich landen möchte. Hier sieht man jetzt zuallererst mal speziell für den Inhaber eines Unternehmens interessant, meine aktuellen Umsätze als auch Angebote und Rechnungen, die noch ausstehen oder offen sind. Und wenn wir dann jetzt einen Klick mal weitergehen auf die Kunden, sieht das Ganze wie folgt aus. Also das heißt, ich habe alle Kunden an einem Ort, sehe direkt auch, welcher Kunde beispielsweise im Mahnlauf ist. Wollen wir natürlich nicht, aber kann trotzdem mal passieren. Und wenn ich neue Kunden anlege, kann ich hier zwischen einem Firmen- und Privatkunde wählen. Und das Tolle ist beispielsweise ja auch, dass die Adressen mit Google Maps verknüpft sind. Das heißt, ich spare mir auch das Ausfüllen der Adressen, denn es wird autovervollständigt oder es werden Adressen vorgeschlagen, die ich dann hierfür nutzen kann. Wenn wir nun mal in einen fertigen Kunden reinschauen, als Beispiel, dann kann das Ganze wie folgt aussehen. Ich habe hier links alle meine Kundeninformationen auf einen Blick, kann auch weitere Adressen und Kontakte hinzufügen. Rechts habe ich direkt oben stehen, was ich mit meinem Kunde bereits eingenommen habe und was noch ausstehend ist, und habe alle Informationen von meinem Kunden auch wieder an einem Ort. Das heißt, welche Projekte liefen, welche Angebote, Rechnungen, Termine habe ich hier auf einen Blick verfügbar mit dem jeweiligen Status. Wenn wir uns jetzt mal ein kleines Projekt anschauen, könnte dies ja ein maßangefertigter Kleiderschrank sein. Hier haben wir jetzt mal ein Projekt angelegt.
Projekte, müsst ihr euch vorstellen, sind wie eine Art Unterordner nochmal für den Kunden, speziell für einen Auftrag, der nochmal alle Informationen zusammenbündelt. Heißt, es versucht auch nochmal zusätzliche Übersichtlichkeit hier reinzubringen beim Kunden. Hier habe ich aber auch die Möglichkeit, beispielsweise mehrere Termine gleichzeitig abzurechnen, Teil- und Abschlagsrechnungen zu machen oder auch projektspezifische Dokumente hochzuladen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir durchlaufen einen typischen Prozess. Wir waren beispielsweise schon vor Ort, haben den Raum begutachtet, besichtigt und ein Aufmaß genommen. Jetzt wäre der nächste Schritt für einen Kleiderschrank nach Maß, eventuell ein Angebot zu erstellen. Das kann ich dann mit einem Klick hier auf diese blaue Schaltfläche machen und ich werde automatisch in die Angebotssektion gebracht. Das ist das Thema, was Lukas vorhin noch angesprochen hat, dass alle Funktionen miteinander vernetzt sind. Das heißt, ich spare mir auch die manuellen Überträge und es werden alle Kundeninformationen direkt mit übernommen, wenn ich das so möchte. Ich kann natürlich auch von null an starten. Hier habe ich dann die Möglichkeit, meinen Einleitungs- und Schlusstext auch anzupassen, Vorlagen zu hinterlegen, dass ich relativ schnell hier auch Anpassungen machen kann. Und dann kommen wir auch schon zum Kern eines jeden Angebotes und Rechnung. Hier könnte ich beispielsweise das Angebot betiteln. Was machen wir hier? Das wäre der Einbau des Kleiderschrankes. Das würde ich jetzt hier auch mal so nennen. Und dann haben wir hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Materialien, Artikel und Leistungen ins Angebot oder in eine Rechnung holen können. Option 1, ich habe meine eigenen Leistungen und kann diese hier links auch im Katalog abspeichern und wieder abrufen. Die Option 2 ist, wenn man mit Großhändlern zusammenarbeitet, kann ein Datanorm-Import gemacht werden. Diese Dateien werden dann hier im Hintergrund dargestellt und können dann hier mit zwei Klicks auch abgerufen und ins Angebot geholt werden. Und die dritte Möglichkeit ist über unsere integrierte Datenschnittstelle. Diese baut eine Verbindung zum Webshop des Großhändlers auf und somit kann ich hier auch meine tagesaktuellen Preise und den Lagerbestand abrufen und kann meine Artikel direkt danach auch wieder bestellen beim Großhändler. Ich habe aus Zeitgründen einfach hier schon meine Position angelegt. Das ist das Tolle, wenn das beispielsweise ein Katalogartikel ist, könnte ich das hier einfach eintippen und habe schon hier meine ganzen Informationen dann drin. Ich sehe jetzt hier auch noch meine ganze Kostenaufstellung und meine Marge. Auch ganz wichtig, dass ich weiß, wie viel ich verdient habe dabei. Kann Rabatte hinzufügen, meinen Steuersatz anpassen und natürlich auch die Zahlungsbedingungen bestimmen. Wenn ich dann zufrieden bin, kann ich mein Angebot fertigstellen. So sieht dann das finale Angebot aus. Hier hat es auf jedem Blattfall auch noch Platz für das Logo. So würde dann das PDF-Format aussehen, welches ich wirklich mit zwei Klicks zu meinem Kunden schicken kann, direkt aus Office On heraus per E-Mail. Sieht dann wie folgt aus und alle Antworten würden automatisch in euer Postfach wieder kommen. Wenn wir jetzt dran denken, Kunde ist happy mit dem Angebot, nimmt das Angebot an, dann können wir das hier auch direkt vermerken und aus dem Angebot als nächsten Schritt den Termin erstellen. Ich werde automatisch wieder in diese Terminsektion gebracht, meine ganzen Informationen werden wieder übernommen und das Tolle ist, auch meine Leistungen werden übernommen, dass meine Mitarbeiter bzw. ich vor Ort direkt wissen, was ist zu tun. Hier würde ich dann einfach dem Termin einen Namen geben. Ich setze ihn einfach mal auf ganztags. Hier könnte ich beispielsweise aber auch Uhrzeiten bestimmen, wiederkehrende Termine einstellen und diesen dann den Mitarbeitern zuweisen. Kann auch hier noch eine interne Notiz hinzufügen und zusätzlich noch auch meinen Kunden benachrichtigen, ne? Dass auch er nochmal oder sie über den Termin per SMS eine Erinnerung erhält. Wenn ich zufrieden bin, kann ich den Termin abspeichern und dann sieht das Ganze wie folgt aus.
Und in diesem Zuge würde ich sagen, geht es jetzt ab auf die Baustelle. Ich entteile kurz mal meinen Bildschirm und wähle mich mit meinem Handy ein, damit wir jetzt zeigen können, wie das Ganze dann in der mobilen App aussieht. Also wie ihr sehr schnell feststellen könnt, ist die mobile App viel, viel abgespeckter als die Web-App, weil die sich ja wirklich auf die Arbeit vor Ort konzentriert. Das heißt, ich sehe einerseits hier meine zugewiesenen Termine, meine geplanten, überfälligen und dokumentierten Termine und auf der anderen Seite sehe ich eben hier auch meine Zeiten, die ich erfasst habe. Jetzt springen wir direkt mal in unseren Termin, den wir gerade angelegt haben. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Ich habe erstens die Möglichkeit, mich direkt zum Kunden navigieren zu lassen. Die Adresse steht oben drin. Habe hier dann nochmal die Details zu meinem Auftrag und kann dann nach Ende oder sobald der Schrank eben eingebaut ist, meine Arbeit dokumentieren. Kann hier die Arbeitszeit festhalten, Fotos machen, Aufmaßwerten weniger relevant. Und kann hier zusätzlich auch noch die Leistungen anpassen. Heißt, wenn irgendwie Material etc. mehr angefallen ist, kann ich das hier noch hinzufügen, aktualisieren oder aber auch die ganzen Katalogartikel abrufen, was zusätzlich nachher bei den Rechnungen auch wieder Zeit erspart. Kann dann hier einen Bericht noch anfertigen und wenn ich dann mit allem zufrieden bin, klicke ich auf Fertigstellen und kann dieses Dokument in dem Sinne meinem Kunden zur Abnahme vorlegen. Er kann dann seine Unterschrift geben und dann ist dieser Termin auch schon dokumentiert. So, wenn wir dann mit der Arbeit vor Ort eben fertig sind, geht es natürlich jetzt weiter, Geld zu verdienen. Und dafür würde ich wieder auf unsere Web-App springen. Das heißt, ich sehe hier jetzt unseren Termin ein. Natürlich, aus Zeitgründen habe ich es nicht ausgefüllt, werden jetzt hier die ganzen Informationen angezeigt. Und ich habe hier auch schon den Status als dokumentiert erhalten. Kann jetzt hier meinen Arbeitsschein herunterladen und auch an meine Kunden versenden. Oder was natürlich auch möglich ist und mit zwei Klicks dann erledigt, ist hier eine Rechnung zu erstellen. Also ich kann wieder aus meinem Termin, wenn alle Leistungen gepflegt sind, meine Rechnung erstellen und diese als Basis nutzen und kann jetzt hier in dem Sinne sagen, die Leistungen passen so für mich, ich brauche nichts weiter anpassen oder ich mache hier noch Anpassungen. Was wir hier ansonsten bei der Rechnung auch noch haben, ist eben die Möglichkeit, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, dass wir Abschlags- und Teilrechnungen machen können oder aber auch eine elektronische Rechnung erstellen, was ja zumal auch vor allem in Deutschland immer wichtiger wird. Genau. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier fertig sind, zufrieden sind, können wir hier nochmal in die Überprüfung gehen. Das sieht dann auch wieder wie folgt aus, ist wirklich das gleiche Prinzip wie beim Angebot auch. Kann hier nochmal drüber schauen und dann wird hier ein sicheres PDF generiert. Und dann kann ich nämlich hier dann auf Fertigstellen klicken. So, und dann sieht es wie folgt aus. Ich habe hier die Rechnung angelegt, sie ist als unbezahlt markiert und sobald ein Zahlungseingang eben aufkommen würde, kann ich diesen hier vermerken, können wir auch einen Kommentar ansonsten hinterlegen und die Rechnung als bezahlt markieren. So, das ist es erstmal in wirklicher Kürze zu Office On. Und dann würde ich auch wieder an Lukas übergeben, der euch nochmal kleine Hinweise gibt. Genau. Es verbleiben noch zwei Folien, die wir euch zeigen möchten. Und zwar die erste Folie, das ist die, die jetzt gerade sichtbar ist. Die zeigt ganz kurz, wenn ihr an Office On interessiert seid, wie es jetzt weitergeht. Und zwar haben wir eine Webseite, die lautet bosch-officeon.com. Und dort kann man dann eine Demo buchen. Das ist ein Termin mit einem unserer Berater,
wo Office On sozusagen noch detaillierter als jetzt von Rebecca vorgestellt wird, wo es auch die Möglichkeit gibt, konkrete Fragen zu stellen. Und wir haben speziell für euch noch einen Gutschein mitgebracht von 30%, digital 30 lautet der. Und der kann in dem Kaufprozess, der nach der Demo startet, entsprechend auch eingesetzt werden. Wir haben noch eine zweite Folie, und zwar haben wir seit kurzem ein Empfehlungsbonusprogramm für Office On. Und das ist komplett unabhängig davon, ob Office On verwendet wird oder nicht. Das heißt, wenn ihr einen Handwerker kennt, der ein kleines Handwerksunternehmen hat und vielleicht noch mit Excel oder mit Word unterwegs ist und für den so eine Software in Frage kommt, könnt ihr auf der Webseite officeon-empfehlungsbonus.de einen Gutscheincode für euch generieren lassen und diesen Gutscheincode dann an Interessenten weitergeben. Und wenn dieser Gutscheincode verwendet wird, kriegt ihr 300 € gutgeschrieben. Ganz einfach funktioniert das Ganze. Es gibt auch Support dabei, es sind keine Verpflichtungen damit verbunden. Und das ist eine Möglichkeit, Office On entsprechend auch noch bekannter zu machen. Wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir nehmen gerne Fragen entgegen und wünschen jedem noch von euch einen schönen Resttag und Woche. So, vielen Dank. Das war ja sehr anschaulich mit Handy und den Folien, dass man da ziemlich gut reingefunden hat. Mich würde mal interessieren, Sie haben ja quasi von null an auf der grünen Wiese, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, diese Software entwickelt. Könnten Sie noch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erläutern, was ist jetzt der USP? Warum sollte man quasi Ihre Software verwenden? Und welche Vorteile gibt es im Vergleich zu den Mitbewerbern? Das ist ja quasi nicht das die erste Software, die all diese Komponenten miteinander vereint. Genau, ich starte mal und du kannst uns Ergänzt, ja. ergänzen. Genau, vielleicht gerade mal zum ersten Teil der Frage. Was ist unser Merkmal? Also vor allem, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Software und wir konzentrieren uns vor allem darauf, eine einfache Software auf den Markt zu bekommen, weil wir natürlich viele Marktforschung gemacht haben, Kunden befragt haben. Ja, was ist denn euer größter Schmerzpunkt? Und es halt oftmals auch der Fall war, ja, dass einfach die Komplexität der Software eine große Rolle gespielt hat und man sich natürlich im Arbeitsalltag nicht noch damit beschäftigen möchte, keine Ahnung, wie viel Trainings machen zu müssen, ne, um überhaupt erstmal in ein Tool reinzukommen, was dir eigentlich nur bei der Arbeit helfen soll. Und deswegen versuchen wir nach wie vor, wir bauen das Produkt auch immer Stück für Stück weiter aus, jede Funktion eben auf Herz und Nieren zu prüfen, dass diese vor allem einfach und intuitiv, für unsere Nutzer sind und bekommen auch dieses Feedback von unseren aktiven Nutzern sehr stark zurückgespielt, was uns natürlich sehr freut. Deswegen würde ich sagen, der Fokus liegt wirklich auf der einfachen Handwerker-Software bei uns. Und versuchen uns daher dahingehend auch abzugrenzen. Vielleicht noch als ganz kurze Ergänzung. Wir haben festgestellt in unseren Studien, dass ganz viele eben noch gar keine Software verwenden und entsprechend auch einen gewissen Respekt haben vor einer Eintrittshürde, so eine Software zu verwenden. Weshalb wir quasi sagen, wir setzen genau da an, wo man irgendwann so ein bisschen mit diesem Mischmaß auch in verschiedenen Tools nicht mehr zufrieden ist, aber dann auch einen einfachen, schnellen Einstieg haben möchte. Ja, also das ist so die eine Hauptüberlegung, aus der Office On kommt. Okay. Also intuitiv und einfach und eine niedrige Hemmschwelle, sage ich mal, da einfach mal loszulegen und auszuprobieren, habe ich jetzt verstanden. Genau. Die Frage im Chat kam jetzt, ist es möglich, die Position als Baugruppe so aufzubauen, dass man weiß, welche Artikel kalkuliert wurden, um den Preis zu erhalten? Begründung noch, weil in 2 Wochen weiß keiner mehr, wie man auf den Preis von 3.300 € für den Kleiderschrank als Beispiel kommt. Und Angebote, Rechnungen können ja viele Software, aber hier wird gerade noch nicht der Mehrwert für den Handwerker erkannt. Ich glaube, der Handwerker, aber gerne korrigieren oder nachfragen, sonst nochmal nachfassen. Wir haben ja die E-Mail reingeschrieben oder ruft uns da auch gerne an. Wir haben sogenannte Mischpositionen beziehungsweise die Unterposition. Also ich habe
das einfachste Beispiel überhaupt gezeigt, weil es aus Zeitgründen gar nicht anders möglich gewesen wäre. Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, natürlich die ganzen Unterpositionen aufzeigen zu können, dass man einerseits sieht, okay, was wurde denn genau kalkuliert. Das heißt, man kann entweder alle Positionen in Unterpositionen und dann in einer Leistungsgruppe zusammenfügen, oder man kann mit sogenannten Mischpositionen arbeiten, dass von den Unterpositionen dann überhaupt kein Preis angezeigt wird. Das fließt alles in die Gesamtsumme mit ein. Und diese Unterpositionen können dann ausgewiesen werden oder nicht. Aber genau die zwei Möglichkeiten haben wir. Kann sich aber auch, also die Handwerker können sich diese Themen auch genauer nochmal in einer Demo anschauen, wenn es interessant wäre. Okay, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Doch, danke für die Antwort, kommt gerade im Chat. Sehr schön. Genau, eine andere Frage kam jetzt hier noch von einem Teilnehmer. Wie groß ist die Firma? Also ist dieser Softwarebereich ist wahrscheinlich eine Tochterfirma von Bosch. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Es geht so ein Hinblick darauf, wie lange gibt es die Software? Man kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber nicht, dass sie dann vom Markt verschwindet, weil sie sich nicht bewährt. Das ist so die Angst, die man ja generell, glaube ich, hat, wenn man sich auf was Neues einlässt. Genau. Absolut verständlich. Ich glaube, das ist eine der Stärken von uns. Also Bosch, wir sind keine Tochter von, wir sind Bosch Power Tools, also wir sind keine Ausgründung oder sowas, sondern Teil der Bosch Produktfamilie. Und dementsprechend, ich meine, Bosch ist fast 150 Jahre alt und hat, glaube ich, auch eine Historie davon, irgendwie Produkte nachhaltig aufzubauen. Und das ist auch genauso bei Office und unser Bestreben. Okay. Hätte ich jetzt auch so erwartet. Genau. Ich habe das jetzt so verstanden, dass bei dieser Software, das hatten Sie noch als Vorteil herausgearbeitet, das fand ich ganz spannend, diese einzelnen Posten, die wir da an der Seite gesehen haben, Projekte, Kundenliste, Terminplaner, Kalender, dass die so miteinander vernetzt sind, dass man sozusagen nur in einer Maske Daten pflegt und die automatisch miteinander verbunden sind und man eben nicht an vielen verschiedenen Stellen, das ist ja oft immer so das Problem, dann pflegen muss und aktualisieren muss. Genau, weil oftmals ist es ja auch der Fall, man bekommt einen Kundenanruf, man möchte direkt einen Termin ausmachen, hat den Kunden aber vielleicht noch gar nicht angelegt oder auch mit einem Angebot das Gleiche. Und man kann aus jeder Maske dann auch die ganzen Sachen oder die ganzen Positionen, Funktionen neu erstellen. Beispielsweise im Termin kann ich dann direkt einen neuen Kunden erstellen oder ein Projekt erstellen. Und es wird dann automatisch mit dem Kunden dann direkt synchronisiert, dass alles wieder in diesen Kunden zurückläuft. Mhm. Genau, und das ist der Vorteil, dass man sich da wirklich die Zeit spart, nicht über zu überlegen, muss ich jetzt hier nochmal zurückspringen und es da auch einpflegen oder nicht. Ja, okay. Einpflegen und wie ist es? Viele arbeiten ja schon mit irgendeiner Form von Kalender. Wenn ich jetzt mit dieser Software Office On dazukomme, kann man das miteinander verknüpfen oder muss man quasi seinen alten Kalender über Bord werfen? Kann man das aber auch vernetzen? Genau, prinzipiell ist Office On schon so ausgelegt, dass man tatsächlich dann halt primär nichts weiter braucht an Kalender etc. Man hat einen integrierten Kalender in Office On selber, aber man kann beispielsweise auch, wenn man sagt, man möchte seinen Outlook-Kalender oder seinen Apple-iPhone-Kalender noch hinzufügen beziehungsweise den Kalender von Office On in seinem Outlook-Kalender anzeigen lassen, kann man diese Kalender eben abonnieren. Das ist so eine Funktion in der beispielsweise auch in Outlook. Und dann kann man die ganzen Einträge von Office On eben auch in Outlook ansehen. Hier kam jetzt noch eine Frage, kann man Kalkulation und Materialliste exportieren? Kann ich Bilder von der Baustelle hinzufügen? Genau, das sind ja zwei Fragen. Also Bilder zu der Baustelle hinzufügen, ja, das geht. Also da haben wir zwei Möglichkeiten. Einerseits in diesem in der Dokumentation, die wir haben, dass man da direkt dann als Nachweis auch das Bild eben hinzufügt, das dann auch im Arbeitsplan erscheint. Oder die Option 2 ist, wenn man es beispielsweise auch nicht im Arbeitsschein haben möchte, dass man das dann einfach dem Projekt hinzufügt. Das kann man dann auf dem Handy, aber auch auf dem Computer, Laptop machen, dass man da die jeweiligen Bilder dann hochlädt. Da kann man dann beispielsweise auch Baupläne hochladen, die kann man dann auf dem Handy abrufen etc. Und die erste Frage war nochmal, ob man Kalkulation und die Materialliste exportieren kann? Genau, das kann man machen und also
Gerade am Anfang, wenn beispielsweise auch Handwerksunternehmen wechseln zu uns, exportieren diese natürlich ihre Leistungen auch und die können dann bei uns wiederum auch importiert werden. Also so geht es beides rum, ja. Okay. Zur letzten Frage kann ich gerne auch noch was sagen, ja. Nämlich ob die Software Anruferkennung hat sie nicht. Wir machen das so, oder weil das ist eine sehr gute Frage, berechtigte Frage, und werden wir uns auch im Hinterkopf behalten. Man kann innerhalb sehr kurzer Zeit den Namen des Unternehmens suchen und ist dann innerhalb von 5 Sekunden ungefähr bei dem Unternehmen, wenn man das schon natürlich schon in der Datenbank drin hat, aber eine direkte Anruferkennung gibt es keine. Okay, super. Danke fürs Mitarbeiten. Genau. Wir sind jetzt auch schon leider mit unserer Zeit rum. Es war sehr spannend, sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr für diesen Vortrag und wir machen gleich weiter und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Ciao. Tschüss.